Man wünscht es niemandem, denn wer mit Magen-Darm-Beschwerden zu kämpfen hat, sollte lieber zu Hause bleiben und es nicht noch in der Öffentlichkeit ausbaden müssen. Doch die folgenden 5 Sportler hatten leider kein Glück und haben sich vor Publikum in die Hosen gemacht. Wer das genau war und wie es dazu kam, erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Nummer 5. Gary Lineker. Gary Winston Lineker ist ein ehemaliger Fußballspieler, der vor allem für seine Erfolge während mehrerer Weltmeisterschaften geliebt wurde. Schließlich wurde er 2-mal Englands Fußballer des Jahres sowie 3-mal englischer Torschützenkönig. In seiner 16-jährigen Karriere als Profisportler bekam er nicht mal eine einzige Karte. Doch vielen ist der Engländer auch noch wegen eines speziellen Ereignisses im Gedächtnis geblieben. Denn während des Spiels um den 4. Platz der Weltmeisterschaft im Jahre 1990 passiert ihm etwas besonders Peinliches. Nach einer missglückten Grätsche sitzt Lineker auf dem Boden, sichtlich gehemmt, sich wieder zu erheben. Er fängt schließlich an, auf dem Rasen herumzurutschen, wischt ein wenig hin und her und spielt letztendlich peinlich berührt weiter. Ein paar Momente später wiederholt er sogar die Rutschaktion und versucht anscheinend sein Missgeschick schnell loszuwerden. Leider ist es jedoch für immer auf Kamera gebannt. Und die Nummer 4. Uta Pippig, eine ehemals sehr erfolgreiche deutsche Langstreckenläuferin, schreckt vor absolut nicht zurück. 2-mal hintereinander gewinnt sie bereits den Boston-Marathon und zu dessen 100. Jubiläum im Jahr 1996 läuft sie erneut, um sich den 3. Sieg zu holen. Doch bereits nach nicht einmal einem Drittel der 42,2 Kilometer langen Strecke quälen sie Bauchkrämpfe, die bald darauf in blutigem Durchfall enden. Trotz der Beschwerden nutzt sie ihre Chance und zieht an der in Führung liegenden Kenianerin vorbei, die sie nur kurz vor dem Ziel überholte. Sie gewinnt das Rennen, muss jedoch anschließend einige Tage im Krankenhaus verbringen, da sie ihren Körper an den Rand seiner Kräfte gebracht hat. Es bleibt ein Bild, auf dem sie blutverschmiert ins Ziel läuft und ein überglückliches Lächeln im Gesicht hat. Und die Nummer 3. Gibt man Adam Lane Jr. bei Google ein, so sieht man sofort, den Mann prägt ein einziges Missgeschick wahrscheinlich sein Leben lang. Im Jahr 2015 passierte es ihm. Der Running Back machte sich während eines Spiels beim Birmingham Bowl vor laufender Kamera in die Hose. Ein seltsamer bräunlicher Fleck in seiner schicksalhaft weißen Hose lässt keinen Zweifel. Den Football noch in der Hand verlässt er in Begleitung einiger Teamkameraden, die versuchen, das Missglück zu kaschieren, das Spielfeld. Kurze Zeit später kommt er in einer frischen Hose wieder aufs Feld. Während eines Interviews sagte der Running Back sogar, es sei das Beste, was ihm hätte passieren können. Er habe wenig Spott, vielmehr Zuspruch für seine gute Spielweise und seine lockere Art bekommen. Finden wir cool. Und die Nummer 2, Paula Radcliffe. Schon in ihrer Jugend feierte Paula Radcliffe diverse Erfolge, bis sie ihre Leidenschaft für das Laufen zur internationalen Karriere verhilft. Heute, nach ihrem freiwilligen Karriereaus im Jahre 2015, hält sie mehrere Welt- und Europarekorde. Doch einer ihrer spektakulärsten Läufe ist und bleibt wohl der London-Marathon im Jahr 2005. Während des Laufs zum Sieg bekommt die damals 32-Jährige heftige Magenbeschwerden. Als ihr klar wird, dass sie ihrem Drang nicht länger standhalten kann, entschließt sie sich, kurz zu pausieren und hockt sich an die Seite der Strecke. Einige Beobachter wundern sich zwar, jedoch lässt sich Paula davon nicht beirren. Erleichtert macht sie sich nach ihrer kurzen Klopause wieder auf, die Strecke zu beenden. Das Unglaubliche, Radcliffe läuft trotz des Zwischenfalls die schnellste Zeit, die jemals in einem reinen Frauenmarathon erzielt wurde. Und da sind wir auch schon bei der 1 und Robbie Tobeck. Die Geschichte des Santas Robert Lee Tobeck ist fast schon zu beschämend, um wahr zu sein. Kurz vor einem wichtigen Spiel gegen die Washington Redskins plagt den Seattle-Spieler ein heftiger Virusinfekt, der ihn 5 Kilo seines Gewichtes kostet. Trotzdem muss Tobeck antreten und haut sich zum Spiel so viel Imodium wie möglich rein. Eine Katastrophe vorausahnend halten die Trainer sogar einen Eimer am Spielfeldrand bereit, in dem sich Tobeck notfalls erleichtern kann. An eine frische Hose haben sie übrigens auch gedacht. Die haben sie nämlich immer griffbereit. Leider trat es auch wirklich ein. Während des ersten Spielzuges macht sich Robbie in die Hose. Jedoch spielt er weiter, obwohl die Trainer das Spiel lieber unterbrechen würden, um das Missgeschick so klein wie möglich zu halten. Jetzt könnt ihr euch noch ein weiteres Video anschauen, dazu einfach hier in die Mitte klicken. Das war's mal wieder für heute, haltet die Ohren steif, bis zum nächsten Mal, ciao!